dieser Begriff der Arbeitermedizin damals, der hat mich sehr beeindruckt, nämlich nicht, wir wollen ja eigentlich keinen Arbeitsschutz, um die Arbeit zu schützen, sondern wir wollen einen Schutz der Arbeiter und der Arbeiterinnen. Wir wollen keine Medizin, die sich darum kümmert, dass die Arbeit irgendwie funktioniert, sondern wir wollen eine Medizin, die sich um die Krankheiten der Arbeiter und Arbeiterinnen kümmert. Und deswegen der Begriff Arbeitermedizin, aber noch viel mehr eigentlich der Gedanke, ich selbst als betroffener, arbeitender Mensch bin der Experte meiner eigenen Situation. Non delegata war dieses Prinzip. Wir delegieren unsere eigene Gesundheit nicht an irgendwelche Experten, sondern wir sind selbst Experte unserer eigenen Situation, unserer Gesundheit. Wir selber sagen und artikulieren, was wir brauchen, damit es uns besser geht. Und das bedeutet natürlich Auseinandersetzung und Kampf gegen diejenigen, die die Produktionsmittel besitzen, die die Strukturen bestimmen, die sozusagen immer meinen, dass sie wissen, was gut ist. Aber es ist ja nicht gut für uns, sondern es ist gut für diejenigen, die daraus Profite, die daraus Gewinne, die daraus Vorteile ziehen und ihre Macht stabilisieren. Und deswegen ist das Gesundheitsthema für mich immer ein hochpolitisches Thema, immer ein Thema der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Klassen, zwischen verschiedenen Interessengruppen. Und deswegen einfach auch aus wissenschaftlicher Sicht sage ich, Leute, nehmt eure eigene Situation ernst, nehmt das ernst, was ihr an Erfahrungen habt und macht daraus, artikuliert das, macht daraus sozusagen eine Auseinandersetzung. Nun, vielleicht sage ich noch einige Sätze zu meiner eigenen Geschichte. Ich habe 1965 angefangen als Lehrjunge in einem großen Chemiebetrieb in der BASF in Ludwigshafen und habe sozusagen in jungen Jahren schon die Fabrik als Ort der Arbeit, als Ort der Auseinandersetzung kennengelernt. Und ich war dann auch Teil der frühen Lehrlingsbewegung und kam dann auch in Kontakt mit politischen Ideen der 1968er Bewegung. Und habe schon sehr früh sozusagen mich entschlossen, es muss sozusagen von den Betrieben und aus den Betrieben heraus und aus den Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen heraus muss der Kampf geführt werden für eine bessere Welt. Natürlich sah ich zu dieser Zeit in Wiel 1973, die Bauern haben gekämpft gegen die Ansiedlung oder Errichtung eines Atomkraftwerks. Die frühe Umweltbewegung hat gegen die Chemisierung unserer Welt gekämpft und es entstand auch die Gesundheitsbewegung, die für eine alternative Medizin gekämpft hat. Das waren alles für mich wichtige Ansatzpunkte und ich habe mich beteiligt an der Umweltbewegung, ich habe mich beteiligt an der Gesundheitsbewegung und ich war immer ein Sprecher dafür, dass wir diese Bewegungen, nämlich die betriebliche Bewegung, Gesundheitsbewegung, Umweltbewegung, miteinander verbinden. Nämlich für die Idee eines besseren Lebens, eines guten Lebens, einer verbesserten Struktur in der Arbeits- und Lebenswelt, in der wir halt existieren und der wir uns sozusagen auch besser einrichten könnten, als das, was wir heute haben. Und dann bin ich sozusagen aus dieser Betriebsbewegung heraus als, ja, ich sag das mal so, ich habe auch Nachtschicht gearbeitet, ich war in der Produktion, auch in Stahlbetrieben, als Arbeiter mich dann doch entschlossen, noch einmal eine Runde im akademischen Bereich zu drehen und da zu studieren und eine Doktorarbeit zu schreiben über Berufskrankheiten. Aber eigentlich hat mich das Thema der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterklasse und Arbeiterinnenklasse immer sozusagen gefangen. Mit Recht war das immer mein wichtiges Thema und ich bin bei diesem Thema geblieben und ich sehe heute meine Aufgabe darin, das, was ich an Wissen noch zusätzlich angehäuft habe, wiederum zurückzugeben an diejenigen Arbeiter und Arbeiterinnen oder an diejenige Klasse, aus der ich komme.